Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch ganz einfach Spezialfahrzeuge per Gift Cards for Friends ziehen könnt. Was braucht ihr dafür? Braucht dafür auf jeden Fall erstmal ein Fahrzeuglagerhaus, also ein Speziallagerhaus. Und ja, ihr braucht auf jeden Fall noch das jeweilige Spezialfahrzeug. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einen Phantom Wedge von eurem Freund euch ziehen wollt per Gift Cards for Friends, müsst ihr vorher einen Phantom Wedge in der Garage stehen haben. Ob der jetzt gemoddet ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Den müsst ihr aber auf jeden Fall haben. Ebenso braucht ihr halt noch irgendein Motorrad in der Garage. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr das Motorrad auch wirklich nur einmal in der Garage stehen habt. Denn ihr müsst das genau dasselbe Motorrad dann hinterher nochmal benutzen. Das ist wirklich ganz wichtig. Ja, stellt euch einfach dieses eine Motorrad schon mal in eure MOC hinten rein, bevor ihr euch verglitscht. Das ist wirklich ganz wichtig, weil sonst müsst ihr euch ja hinterher dann nochmal verglitschen. Stellt das Motorrad dann in eure MOC hinten rein. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch einen Freund, der euch das Spezialfahrzeug dann zur Verfügung stellt. Und ja, dann braucht ihr halt noch für die jeweilige Verglitschmethode halt die jeweiligen Anforderungen. Ich werde mich jetzt hier mit der Agentur verglitschen. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Ich werde mich jetzt erstmal verglitschen. Und zwar werde ich mich jetzt hier mit der neuen Agentur verglitschen. Ihr müsst auf jeden Fall so gucken, dass hier die ganzen blauen Jobmarkierungen angezeigt werden. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch für diese Version einen Freund, der in einer Einladungssitzung ist und einem Job für einen Titan drin. Wenn ihr jetzt keinen habt, dann könnt ihr auch einen von den beiden Bots beitreten, die ich euch unten in der Videobeschreibung noch verlinken werde. Die sind 24/7 in einem Job drin, die könnt ihr immer benutzen. Sucht einfach mal das Profil raus. Schauen wir mal so zum Beitreten. So. Wunderbar, haben wir viel rausgesucht. Schon mal zum Beitreten und ihr seht, Details zur Sitzung werden abgerufen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis die Meldung dann kommt. So, wenn die Meldung kommt, brechen wir ab, dann holen wir uns nochmal die Meldung mit Doppel-PSN und ihr seht, beim zweiten Mal kommt die Meldung schon schneller. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir müssen das so timen, dass die Meldung wirklich sehr, sehr schnell kommt. Und ja, wir laufen einfach zur Agentur rein, gehen in den Haupteingang rein und sobald dann jetzt gleich wir sichtbar werden, drücken wir dann Doppel-PSN. So, wir werden jetzt sichtbar, Doppel-PSN, dem Freund beitreten, die Meldung, alles, was kommt mit X durchspammen, alles akzeptieren und dann haben wir jetzt so einen gefreezten, milchigen Hintergrund, ist auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir jetzt nur noch auf Options und dann gehen wir auf die Karte drauf und dort Host starten wir dann irgendeinen Job vor unserer Agentur. Und wir gehen dann einfach in den Job rein. Und sobald wir dann angekommen sind, den Job auch ganz einfach wieder verlassen. Okay, sind wir dann draußen angekommen, dann fordern wir uns irgendein Auto an, entweder aus der Arena oder aus irgendeiner Nachtclub-Garage. Und ja, fahrt dann mit diesem Auto dann einfach in dieselbe Garage dann wieder rein. So fahrt ihr dann mit in der Garage rein, werdet ihr sehen, dass ihr einen flackernden Hintergrund bekommt. Das ist auf jeden Fall perfekt. Dann drückt ihr einfach auf Dreieck, um auszusteigen. Wunderbar. Dann öffnen wir jetzt einfach das Interaktionsmenü, gehen dann auf Inventar. Und dort ja entweder den ferngesteuerten Panzer oder den RC Bandito anfordern. Sobald wir drin sind, einfach dann wieder verlassen mit Dreieck. Und dann werdet ihr sehen, dass wir dann blinkend spawnen. Und ja, schon sind wir verglitscht und können uns dann zum Nullpunkt begeben. So, sind wir dann am Nullpunkt angekommen. Dann tun wir einmal unsere MOC anfordern. Haben wir das dann gemacht, dann fordern wir einmal das Motorrad ein. Dann fordern wir einmal das Motorrad an, was wir uns eben in die MOC reingestellt haben. Warten, bis das Motorrad geliefert wird. So, das Motorrad da, steigen wir einmal mit unserem Freund auf das Motorrad drauf. Unser Freund geht dann jetzt einmal entweder ins Pausenmenü, in die Franklin-Meldung, so dass wir mit unserem Freund hinter unsere MOC fahren können und er dann nicht mit reingezogen wird. So, wir fahren hinter unsere MOC, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, warten bis der Freund dann abgestiegen ist. Wenn der Freund abgestiegen ist, kann der Freund auch wieder aus der Meldung raus. Wir steigen dann von unserem Motorrad ab, tun das Motorrad dann einmal einlagern und fordern uns dann jetzt über das Interaktionsmenü, über Spezialfahrzeuge an, einfach das Auto, Spezialfahrzeug an, was wir
uns dann ziehen wollen von unserem Freund. In meinem Fall ist das jetzt der Phantom Wedge. Ich habe jetzt gerade den Phantom Wedge angefordert. Wir warten, bis das Fahrzeug ankommt. Da unten steht es, auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir jetzt einmal in die Franken-Meldung rein. So für 2-3 Sekunden. Laufen dann hinter unsere MOC. Drücken dann auf alleine beitreten. Wunderbar. Und gehen jetzt dann nochmal in die Franken-Meldung rein, in diesen Black Screen. Können dann diese Meldung dann auch einfach mit Kreis verlassen. Dann werden wir unsichtbar auf der Map spawnen, auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt steigen wir einfach in das Auto ein, was wir uns ziehen wollen. Dann werden wir ein bisschen rumbacken in der MOC, das ist aber auch überhaupt gar kein Problem. Ja, als nächstes gehen wir dann aus der MOC raus. Und nun müssen wir uns dann einmal entglitchen. Ja, dafür begeben wir uns einmal in die Casino-Garage rein. Aber wenn wir drin sind, einfach Casino, Garage wieder verlassen und dann begeben wir uns wieder zum Nullpunkt. So sind wir dann dort angekommen. Dann fordern wir jetzt über das Interaktionsmenü MC-Präsident, fordern wir jetzt wieder das Motorrad an, womit wir eben in die MOC reingefahren sind. So, in meinem Fall war das der Manches. Genau dieselbe Manches fordere ich jetzt nochmal an. So, dann einfach aufsteigen, wenn das Fahrzeug angeliefert wurde. Einfach aufsteigen und dann fahren wir jetzt mit diesem Motorrad in unsere MOC rein. Steuere kurz nach rechts, die Meldung einfach annehmen und jetzt landet das Spezialfahrzeug, landet jetzt von unserer MOC in die Spezialfahrzeuggarage rein und ja, jetzt ist der Glitch auch schon fertig. Wir gehen einmal aus der MOC raus. Sind wir dann aus der MOC draußen, dann können wir ganz einfach dann das Spezialfahrzeug dann anfordern über das Interaktionsmenü. Dann einfach auf Fahrzeuge, Spezialfahrzeug, dann den Phantom Wedge jetzt anfordern. So, da hinten wurde es geliefert und ihr seht schon, ich habe jetzt den neuen Phantom Wedge von meinem Kollegen gezogen. Und ja, das war es eigentlich auch schon, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.